Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen im Namen der Gemeindebibliothek Ismaning, Herr Mörtel. Der Leiter ist heute da und der Volkshochschule im Norden des Landkreises München. Wir haben eine sogenannte hybride Veranstaltung. Das heißt, da schauen Leute zu online. Das heißt, deshalb zeichnen wir es auch auf und einige wenige sind sozusagen hier auch zugelassen. Das ist immer ein bisschen komisches Format, aber es ist momentan, wie Sie ja wissen, wir haben ja doch steigende Zahlen, eine der wenigen Krücken, die überhaupt noch möglich sind. Ne? Insofern haben wir uns immer dafür entschieden, dass wir Veranstaltungen nicht einfach absagen, sondern durchführen, was irgendwie nur geht. Und ich möchte meine Begrüßung auch gleich mit dem Dank an die beiden Referenten heute Abend verbinden, die einfach sich da auch nicht entmutigen lassen, solche Termine einfach auch noch wahrnehmen, ja, wo wir ja schon vornherein sagen konnten, dass das einfach eine schwierige Bedingung insgesamt sind. Es lohnt sich aber, den Termin heute wahrzunehmen, weil wir zwar ein bisschen früh dran sind. Roman Deininger und Uwe Ritzer haben ein Buch gespielt, Die Spiele des Jahrhunderts, und beziehen sich ja auf das Jahr 1972, also ein Jubiläum im nächsten Jahr. Da wird das Buch natürlich dann richtig durchstarten und revisieren. Es ist aber dieses Jahr schon erschienen, kurz vor Weihnachten, und wir wollten einfach die Gelegenheit wahrnehmen, das heute eben schon zu diskutieren, weil es geht in diesem Buch, das ganz wunderbar geschrieben ist, wie man das nicht anders von Journalisten einfach auch erwarten kann vielleicht, ja, vordergründig um die Berichterstattung über die Spiele, die Olympischen Spiele 1972, die eine ganz wichtige Zäsur insgesamt für die ganze Bundesrepublik dargestellt haben und wo es auch von der sportlichen Seite, von der Entstehungsgeschichte her, wie überhaupt die Olympischen Spiele nach Deutschland gekommen sind, wie sie in München angekommen sind, was es für München bedeutet hatte. Da gibt es einen riesigen Komplex von wirklich hochspannenden Fragen, die man diskutieren kann. Vordergründig sozusagen ein Bericht über diese Olympiade, aber die ist eben eingebettet in eine Geschichte der Bundesrepublik, in der Nachkriegszeit ist eingebettet auch in eine Geschichte eben der Stadt München. Und sie analysiert eben auch diese Spiele vor dem Hintergrund der ganzen Weltöffentlichkeit, die eben auf München damals geschaut hat. Und wie Sie ja alle wissen, sind es eben nicht nur die heiteren Spiele gewesen, sondern es waren eine Olympiade, die durch den terroristischen Anschlag, auch durch die Ermordung der ganzen Geiseln natürlich eine besondere Tragik bekommen hat und dadurch eigentlich ganz, ganz viele Facetten auch nochmal für die nachträgliche Analyse geboten haben. Ich möchte mich eben ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie beiden heute da sind. Dr. Roman Deininger ist eben politischer Reporter bei der Süddeutschen Zeitung. Er ist der Spezialist für die bayerische Politik sozusagen, hat dazu auch viel publiziert mit Uwe Ritzer zusammen, zum Beispiel die Biografie Markus Söders, die wir hier auch vorstellen konnten, und eine Geschichte der CSU. Uwe Ritzer, der investigativer Journalist auch für die Süddeutsche Zeitung, ist sich sehr, sehr viel mit Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftskriminalität, Lobbyismus beschäftigt hat. Sie beide zusammen haben eben dieses Buch, und da wird man Sie sicher fragen können, wie man zusammen ein solches Buch schreibt. Ja, da muss man sich ja irgendwie verabreden und auch gut zusammenarbeiten können. Ich möchte mich wirklich nochmal bedanken, weil es ja auch nicht ganz einfach war, dass der Termin zustande gekommen ist. Roman Deininger hat es vergleichsweise einfach, er arbeitet hier in München, aber Uwe Ritzer kam extra aus Nürnberg hier runtergefahren. Das ist natürlich ganz großartig. Jetzt freue ich mich erstmal auf eine schöne Veranstaltung mit Ihnen, die mit Sicherheit viele Fragen auch für Sie aufwerfen wird. Und ich möchte auch das Online-Publikum gleich bitten, durchaus mitzudiskutieren. Schreiben Sie Ihre Fragen schon in den Chat rein, dass sie nicht verloren gehen. Ich werde mich darum bemühen, die am Ende an die beiden Referenten auf dem Podium weiterzureichen, sodass Sie alle gut mitdiskutieren können. Viel Vergnügen wünsche ich Ihnen zusammen. Prolog. Der 4. September 1972, der Abend vor dem Attentat. Nach dem Sprung lässt sich Ulrike Meifert von der Matte gleiten, federt über den Boden, das dunkle Haar wippt im Takt. Sie strahlt, wie nur ein 16 Jahre altes Mädchen strahlen kann, das gerade Olympiasiegerin geworden ist. 80.000 Menschen haben sich für sie erhoben, ein Orkan des Jubels fegt durch das Stadion. Als der Hochsprungwettbewerb am frühen Nachmittag begann, war Ulrike Meifert eine Gymnasiastin aus Wesseling bei Köln, die dankbar sein durfte, bei den Spielen dabei zu sein. Jetzt, da gleißendes Flutlicht das Münchner Olympiastadion erfüllt, ist sie die Goldmedaillengewinnerin und Weltrekordlerin ihres Sports und der Liebling nicht nur der eigenen Nation.
Wenn ein Moment die Spiele von München aufs Schönste verdichtet, dann ist es dieser, das pure, das unschuldige Glück. Man müsste ein Herz aus Stein haben, um sich nicht mit Ulrike Mayfahrt zu freuen. Der 4. September 1972 ist ein Tag für die Geschichtsbücher. In der Olympiaschwimmhalle gleich neben dem Stadion gewinnt der trotz Schnauzbarts unfassbar gut aussehende Marc Spitz seine 7. Goldmedaille in 7 Tagen. Der Amerikaner steigt auf zum bis dahin erfolgreichsten Athleten der olympischen Geschichte. Die bundesdeutschen Zeitungen sind an diesem Montag voll von Fotos und Berichten über die große Windjammerparade tags zuvor in Kiel, wo die Segelwettbewerbe der Münchner Spiele stattfinden. Bundespräsident Gustav Heinemann, der nicht zu Gefühlsausbrüchen neigt, hat sich dort zu dem Satz hinreißen lassen: So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Die Jugend der Welt ist verliebt in München und seine Spiele, in die tänzerische Leichtigkeit dieser Tage, in die Begeisterung und die Fairness des Publikums, das auch Sportlern aus der DDR bereitwillig Beifall spendet. Verliebt in die Wärme und die Neugier, mit der nur ein Millionendorf auf dem Sprung zur Weltstadt seinen Gästen begegnen kann. Verliebt in den freundlichen, quergestreiften Dackel Waldi, das Maskottchen der Spiele, in den noch freundlicheren Hostessen in ihren Dirndln und in die Spielstraße im Olympiapark, auf der Künstler verrückte Sachen machen, als gehörten Sport und Kultur irgendwie zusammen. Verliebt in das magisch geschwungene Glasdach des Olympiastadions und in das elegante Alltagsdesign Otto Eichers, das Hinweisschilder in Kunst verwandelt. Kunst in sanftem Himmelblau, Grün und Orange, doch niemals in Rot und Schwarz, den Farben der Diktaturen dieses Jahrhunderts. Es kommt weniger darauf an zu erklären, dass es ein anderes Deutschland gibt, als es zu zeigen, ist die Leitlinie des Gestalters Eicher. München 1972 sollte ganz anders sein als Berlin 1936 und es ist anders geworden, ganz anders. Nicht so formell, nicht so steif, nicht so dramatisch, nicht militärisch. Swing und Pop statt Marschmusik und Wagner. In Berlin prägten die Uniformen von Polizei, Wehrmacht und SS das Bild der Stadt. In München tragen die Sicherheitskräfte azurblaue Sakkos und nur selten Waffen. All die kühnen Hoffnungen der Organisatoren scheinen sich zu erfüllen. Vor den Augen der Welt tritt die Bundesrepublik in München aus dem langen Schatten der Nazizeit. Die Besucher sind überrascht und wenn sie bei ihren deutschen Gastgebern überhaupt etwas bemerken, dann höchstens, dass selbst der Frohsinn mit landestypischer Gründlichkeit organisiert ist. Der Corriere della Sera aus Mailand schrieb: Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass die Deutschen sich gewandelt haben, das Stadion in München hat ihn geliefert. In der Bundesrepublik riecht es 1972 nach Aufbruch, nach Freiheit und Abenteuer und für manche sogar ein ganz kleines bisschen nach Revolution. Der Aufbruch von 1967-68 lebt weiter in der bundesrepublikanischen Umwelt-, Friedens- und Frauenbewegung, aber grenzenlos übersteigert mündet er auch im mörderischen Terrorismus der Rote Armee-Fraktion. Deren Köpfe, Andreas Bader und Ulrike Meinhof, sind im Olympiasommer nach Bombenanschlägen und Schusswechseln in Haft. Es herrscht seit wenigen Wochen Ruhe in Deutschland. Und noch weiß niemand, dass diese Ruhe trügerisch ist. 72, das sind weite Schlaghosen und enge Hemden mit Riesenkrägen. Das sind dicke Koteletten und wallende Locken, Blumenkleider und Lederwesten, Schlager und Disco. Wer bei der Bundespost einen Telefonanschluss bestellt, bekommt nicht mehr automatisch das graue Wählscheibentelefon geliefert. Man kann jetzt wählen zwischen Grün, Rot, Orange und Gelb. 72 ist ein Lebensgefühl, das sich in den heiteren Spielen Bahn bricht, die der deutsche Olympiachef Willi Daume, der Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel und Otto Eicher bis ins kleinste Detail geplant haben. Beinahe ein Vierteljahrhundert hat es gedauert, bis die Bundesrepublik eine liberale Demokratie im umfassenden Sinne wurde, nicht nur rechtlich, sondern auch politisch und vor allem gesellschaftlich. Ein Gemeinwesen, das sich den Geistern der Vergangenheit stellt und sein Grundgesetz als Antwort auf den Horror des Nationalsozialismus versteht. Knapp 2 Jahre vor den Spielen war Willy Brandt im ehemaligen Warschauer Ghetto auf die Knie gesunken. Es war zugleich das Eingeständnis von Schuld und die Bitte um Vergebung, eine ikonische Geste von einem, der selbst nicht hätte knien müssen.
Das gereifte, geläuterte Deutschland präsentiert sich nun auch in München der Welt. Und nur die halsstarrigsten DDR-Funktionäre können diese Bundesrepublik noch mit voller Überzeugung als Hort von Faschismus, Kapitalismus und Reaktion geißeln. Die Deutschen aus dem Osten haben aber selbst allen Grund zum Stolz. 1972 tritt die DDR erstmals mit eigener Hymne und eigener Fahne an. Der Kapellmeister in München sollte unsere Hymne lieber gut einstudieren, hat der Chefkommentator des DDR-Fernsehens, Karl Eduard von Schnitzler, vorher gesagt. Der wird sie oft spielen müssen. Und so ist es gekommen. Es regnet Gold für die Ostdeutschen. Auch in der DDR, in der Erich Honecker im Juni 1971 der erste Sekretär des Zentralkomitees der SED geworden ist, spüren die Menschen Anfang der 70er Jahre einen Aufschwung, zumindest im Lebensstandard. Das ist die Ausgangslage, in der sich der eiserne Vorhang zumindest ein klein wenig bewegt. Der Moskauer und der Warschauer Vertrag sind im Juni 1972 in Kraft getreten, ebenso das Berlin-Abkommen, das Reisen und Telefonieren zwischen Ost und West erleichtert. Und am 16. August, gut eine Woche vor Eröffnung der Spiele, haben Bundesrepublik und DDR mit den Verhandlungen über einen Grundlagenvertrag begonnen. Olympische Spiele sind immer ein Brennglas, durch das man die Welt betrachtet. Deshalb ist Olympia 1972 nicht nur ein Wettstreit von Athleten, sondern bei aller Entspannung auch ein Wettkampf der Systeme. Die Spiele von München werden noch ein packendes deutsch-deutsches Staffelduell erleben und ein amerikanisch-sowjetisches Basketballfinale für die Ewigkeit. In vielen Dingen sind die Spiele auch ein Spiegel eines neuen Selbstbewusstseins. Die Leichtathletin Heidi Rosenthal, die ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger mit dem ersten Gold für die Bundesrepublik erlöste, ist eine junge Frau, die es sich erlaubt, älteren Fernsehmoderatoren zu widersprechen. Schwarze amerikanische Athleten demonstrieren in München gegen die anhaltende Diskriminierung zu Hause. Die jungen Nationen der Dritten Welt fordern ihren Platz auf der globalen Bühne des Sports. Im Olympiastadion hat der Ugander John Akibua die Ehrenrunde erfunden, weil er nach seinem Sieg über 400 Meter Hürden einfach nicht aufhören wollte zu laufen. 1972 ist auch das Jahr, in dem sich überall kleine Fenster in die Zukunft öffnen. Im deutschen Fernsehen hat Raumschiff Enterprise Premiere. Der erste 8-Bit-Mikroprozessor wird vorgestellt. Der erste Taschenrechner kommt auf den Markt. In München werden die alten Stoppuhren von der elektronischen Zeitmessung abgelöst. Die akkreditierten Journalisten erhalten ihre Informationen aus einem Supercomputer. Und über die Straßen von München rollt das erste Elektroauto von BMW, für die Spiele eigens entwickelt. Olympia wird aber auch allmählich zum großen Geschäft und das internationale Olympische Komitee zur Geldmaschine. Werbung ist den Athletinnen und Athleten noch strikt verboten, doch Marc Spitz, der natürlich barfuß schwimmt, reckt nach einem seiner Siege seine Adidas-Schuhe in die Kameras, angeblich aus Versehen. Doping wächst zur Geißel des Sports heran. Zum ersten Mal wird in München eine Goldmedaille deshalb aberkannt. Das Fernsehen wird unmittelbar und farbig. Es ist, als hätte die Menschheit bislang salzig gegessen und bisse plötzlich in etwas unbeschreiblich Süßes. Satelliten senden hunderte Stunden Live-Bilder in die entlegensten Winkel des Erdballs. Was immer bei diesen Spielen passiert, es ist ein globales Erlebnis. Die Welt rückt näher zusammen. 1972 reist Richard Nixon als erster US-Präsident zum Staatsbesuch nach China. Der Club of Rome veröffentlicht seinen Bericht zu den Grenzen des Wachstums. Kurz vor den Spielen ist die deutsche Erstausgabe des Playboy erschienen und in der Olympiastadt München hat die erste deutsche Filiale einer amerikanischen Schnellrestaurantkette eröffnet. Sie heißt McDonald's. In Heidelberg und Hamburg verüben radikale Palästinenser Anschläge auf deutschem Boden. Kaum ein Einheimischer versteht, was das soll. Es ist ein glorreicher Sommerabend an diesem 4. September. Alles bunt, alles cool, so wie in eigentlich jedem Moment, seit am 26. August der Vorhang der Spiele von München aufging wie ein schimmernder Regenbogen. Die Leute sitzen auf den grünen Hängen des Olympiaparks und bewundern im Abendrot das Dach des Stadions. Von der Spielstraße dringt Musik herüber. Als Marc Spitz gegen 21 Uhr im noblen Restaurant Käfer in der Prinzregentenstraße auftaucht, stehen alle Gäste auf und spenden Applaus.
Im Hofbräuhaus zieht der US-Ringer Chris Taylor alle Blicke auf sich, weil er mit seinen 4 Zentnern, vermutlich der schwerste Olympiateilnehmer, Brotzeitteller um Brotzeitteller verdrückt. In der Oper gastiert die Mailänder Scala mit Verdis Aida. Placido Domingo singt vor der internationalen Prominenz wie dem britischen Premierminister Edward Heath. Der Applaus könnte ekstatischer nur sein, wenn jetzt Ulrike Meifert auf die Bühne käme. Nach der Aufführung lädt der italienische Botschafter Staatschefs und gekrönte Häupter zum Galaempfang. Die Party für die Schickeria schmeißt Johannes von Thurn und Taxis, der Fürst des deutschen Jetsets. Und Avery Brundage, der IOC-Präsident, ohne dessen ausnehmend gute Erinnerung an Berlin 1936 es München 1972 nicht gäbe, speist fürstlich im Hotel 4 Jahreszeiten. Und 6 Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft sehen sich im deutschen Theater Anna Tefka an, das jüdische Musical über den Milchmann Tevye, der immer noch lachen kann, gleich welche Demütigung ihm das Leben zumutet. Tevyes Geschichte, angesiedelt im untergehenden russischen Zarenreich, hat zuerst den Broadway erobert und verzaubert nun in der Bundesrepublik genau wie in der DDR das Publikum. Das Lied »Wenn ich einmal reich wäre« singt im deutschen Theater fast der ganze Saal mit. Nach der Aufführung feiern die Israelis mit den Schauspielern. Der Ringerkampfrichter Josef Gutfreund nimmt für ein Foto den Hauptdarsteller Schmuel Rudensky in den Arm. Es wird ein sehr witziges Bild, weil Gutfreund einen Kopf größer und doppelt so breit ist wie Rudensky. Es wird schallend gelacht. Auch hier pures Glück. Während sich die Israelis amüsieren, trifft sich in einer Gaststätte am Hauptbahnhof eine Gruppe junger Männer. Dann kommt die Nacht über München. Ja, meine Damen und Herren, von uns aus ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Ich grüße auch alle, die online digital dabei sind und in Zukunft vielleicht noch dabei sein werden, weil sie sich dieses Video anschauen. Ein Buch über Olympia 1972. Das ist ein Buch, das natürlich vordergründig was über Sport erzählt. Und doch haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, und das ist auch die Botschaft unseres Buches, dass es eben nicht nur um Sport geht. Es ist kein Buch, das unsere 50 schönsten Sporterlebnisse 50 Jahre später erzählen will. Und es ist auch kein Buch, das nur über das Attentat geschrieben wird oder wurde von uns. Sondern es geht uns darum, dass in diesen Spielen wie durch ein Brennglas sich die damalige aktuelle politische Situation, die ja noch von einem eisernen Vorhang, der die Welt, der Europa, der Deutschland durchzogen hat, von diesem eisernen Vorhang geprägt wird. Eine zweigeteilte Welt. Aber es geht auch um Vergangenheit. Es geht um 100 Jahre Geschichte in Deutschland, in Europa. Es geht um Politik, es geht um Gesellschaft. Und wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, wenn ich das mal so sagen darf, so unbescheiden, diesem Anspruch, dieses Buch eben so zu schreiben, auch gerecht zu werden. Wir haben mit sehr vielen berühmten Protagonisten dieser Spiele gesprochen, natürlich mit Sportlern, mit einem Uli Hoeneß, der als Fußballer, als junger Fußballer dabei war, natürlich mit Heide Rosenthal, natürlich mit Ulrike Meifert, mit Klaus Wolfermann, dem legendären Speerwerfer. Wir haben aber auch gesprochen mit einem Michael Gräter, einem Klatschkolumnisten, um zu erfahren, wie war denn damals so das gesellschaftliche Leben. Und wir haben natürlich gesprochen mit Hans-Jochen Vogel etwa ein Jahr vor seinem Tod. Wir wollten immer von allen hören, wie habt ihr diese Spiele erlebt? Was ist euch im Kopf vorgegangen, als ihr euch auf diese Spiele vorbereitet habt? Sei es jetzt als Politiker, als Funktionäre oder sei es eben auch als Sportler. Was kann man über diese Spiele lernen, wenn man sich mit diesen Spielen intensiver beschäftigt als nur unter dem Aspekt, dass es da ein schlimmes, ein fürchterliches Attentat gab, oder unter dem Aspekt, dass es eben ein sportliches Highlight, ein sportlicher Event, wie man heute sagen würde, war. Diese Spiele 1972 kann man nicht verstehen ohne die Spiele 1936. Die sogenannten Hitler-Spiele 1936 waren ja, wie die meisten von Ihnen wissen werden, ein Instrument für den Diktator Hitler, um der Welt ein pseudo-friedliches Bild von Deutschland zu zeigen, das aber natürlich ein Zerr- und Trugbild war. Also in den Straßen von Berlin wurden für die 2 Wochen der Spiele 36 die Head-Titelblätter der Zeitung Stürmer abgehängt. Man hat für diese 14 Tage auf einmal wieder verbotene Bücher verkauft, Thomas Mann, Stefan Zweig.
Man hat der Welt was vorgespielt in diesen 14 Tagen. Was wir heute von diesen Spielen 36 kennen, die Bilder, die Filmschnipsel, die sind geprägt von der Optik der Regisseurin Leni Riefenstahl, die den offiziellen Olympiafilm auf persönlichen Wunsch Hitlers und Goebbels gedreht hat damals. Und diese Bilder sind schon ein guter Indikator, wie die Nazis diese Spiele präsentiert haben. Also mit großem Brimborium, mit einer Überhöhung arischer Körper. Kultur, also überall Muskelmänner mit blonden Haaren und blauen Augen, die aus irgendwelchen Nebelschwaden hervortreten oder von der Sonne angestrahlt werden. Es war eine Hyperästhetik, die, und jetzt kommt der springende Punkt, viele in der olympischen Bewegung, also die Leute im IOC, Internationalen Olympischen Komitee, aber auch viele der Sportler aus dem Ausland, beeindruckt hat. Diese Inszenierung ist damals von vielen nicht durchschaut worden. Viele haben gesagt, ach, das sind die besten Olympischen Spiele, die wir bisher erlebt haben. Und auch das IOC hatte den Eindruck, ach, so zelebriert wurde unser Olympia ja noch nie. Die Nazis haben zum Beispiel auch den Fackellauf erst erfunden. Den Fackellauf, den wir heute alle für selbstverständlich halten, der wurde erst 1936 bei den Spielen von Berlin eingeführt. Absurderweise war die Idee von einem jüdischen Mitarbeiter eines der Organisatoren, also haben die Nazis natürlich nie zugegeben, aber die beste Idee ihrer Spiele stammte von einem Juden. So, jetzt spulen wir ein bisschen vor in die junge Bundesrepublik, in die 60er Jahre. Und die Frage ist, für den deutschen Sport, würden wir als Aggressoren des Zweiten Weltkriegs, würde dieses junge Deutschland überhaupt ein sportliches Großereignis bekommen? Fußball-WM, Olympische Spiele, niemand will doch zu den Kriegstreibern, was erst 20, 30 Jahre zurückliegt. Und dann kommt es eben zu einem Moment, wo sich alles ändert. Willi Daume, der damals der mächtigste deutsche Sportsfunktionär war, kommt zu Hans-Jochen Vogel ins Münchner Rathaus, das war im Herbst 1965, und sagt, er braucht dringend einen Termin, er braucht dringend eine Stunde mit dem Oberbürgermeister, geht in das Büro zu Vogel und fragt den Vogel, sitzen Sie fest auf Ihrem Stuhl? Dann sagt der Vogel, das hat er uns auch so erzählt, klar sitze ich, hat immer noch keine Ahnung gehabt, was der Daume will. Und dann hat der Daume gesagt, können Sie sich vorstellen, dass München Olympische Spiele ausrichtet? Dann hat Vogel gesagt, das kann er sich eigentlich nicht vorstellen, weil niemand gibt den Aggressoren die Gastgeberrolle. Und dann sagt der Daume doch, er glaubt schon, und zwar aus folgendem Grund. Und da sind wir wieder beim Kalten Krieg, der vorher schon aufgeschienen ist, in dem Prolog, den wir Ihnen vorgelesen haben. Weil die DDR vom Internationalen Olympischen Komitee das Recht auf eine eigene Fahne, eigene Hymne, das Nationalwappen auf den Trainingsanzügen und Trikots erhalten hat, hatte Westdeutschland bei den hohen Olympiern etwas gut. Und da meinte eben Daume, das sei jetzt der Moment, wo man die Spiele bekommen kann. Und ja, Vogel hat dann gemeint, gut, wie lange haben wir Zeit zur Vorbereitung der Bewerbung? Ein Jahr oder zwei Jahre? Dann hat der Daume gemeint, ja, das ist das Problem, es sind 60 Tage. Und dann haben die aber in 60 Tagen eine Bewerbung auf die Beine gestellt, die dann im Frühjahr 1966 bei der Entscheidung in Rom ihre Schicksalsstunde erlebt. Und da gibt es ein wunderschönes Foto. 1966 in Rom bekommt also die Münchner Delegation, die Münchner Bewerbung, den Zuschlag für die Spiele 72 und dann fliegen die zurück nach München und der Flieger landet in Riem draußen und was passiert? Er wird umlagert von Fans, von jubelnden Menschen, die sich darüber freuen, dass Olympische Spiele 6 Jahre später in München stattfinden. Wäre heute, glaube ich, undenkbar, dass man sich in München massenweise freuen würde. Diese Freude ging dann einher mit dem U-Bahn-Bau, mit dem Weiterbau. Diese Freude ging einher damit, dass am Oberwiesenfeld innerhalb von wenigen Jahren ein komplett neues, eine Sportwelt, eine Erlebniswelt, wie wir sie heute ja noch kennen, mit dem charakteristischen Bauten eines Benisch und der Farbgebung und den Piktogrammen eines Eicher entsteht.
Und was passiert an diesen Wochenenden? Pilgern die Münchner und die Menschen aus dem Umland zu Tausenden auf diese Baustelle, um den Baufortschritt sich anzuschauen. Auch das wäre heute wahrscheinlich undenkbar. Heute gäbe es wahrscheinlich Bürgerinitiativen oder Bürgerbegehren. Man würde dagegen kämpfen. Nicht, dass ich die Zeit damals verherrlichen möchte. Ich möchte nur sagen, es war eine komplett andere Zeit und man hat in München und in Deutschland diese Spiele als eine Riesenchance begriffen. Diese Spiele als Riesenchance zu begreifen im Hinblick auf Politik, im Hinblick auf Kultur, im Hinblick auf das gesamte Leben. Wir haben für unser Buch zum Beispiel auch mit Eckhard Witzigmann gesprochen. Eckhard Witzigmann, der damals im Tantris in München eine neue Esskultur in Deutschland einführte, wie man sie halt bis dahin nicht gekannt hat. Der Jahrhundertkoch, Sie wissen, von wem ich rede. Wir haben auch mit Klaus Steck gesprochen. Es war eine politisch aufmüpfige Zeit. Die 68er Nachwirkungen waren natürlich noch unmittelbar spürbar. Renate Schmidt, die SPD, große, darf man sagen, alte Dame, ohne das jetzt respektlos zu meinen, der SPD, hat uns erzählt, wie sie damals als junge Frau bei der Firma Quelle, als junge, dann auch alleinerziehende Mutter, auf eine Demo gehen wollte und deswegen einen halben Tag frei wollte und ihr Chef ganz fassungslos war, auf eine Demo gehen, das war ja undenkbar bis dahin. Ein neuer Geist hatte dieses Land erfasst. Und trotzdem werden Sie, wenn Sie sich mit den Spielen, mit den Wettkämpfen befassen und mit den Protagonisten, die in den Stadien und Arenen damals bei diesen Spielen gegeneinander angetreten sind, um Medaillen gekämpft haben, dann werden Sie feststellen, dass da sehr, sehr viel Politik im Hintergrund eine Rolle gespielt hat. Es gab ein legendäres Basketballfinale zwischen der USA und der UdSSR, die in einer skandalösen Nachspielzeit endet, in einem riesigen Zerwürfnis. Es gibt aber auch die Rivalität zwischen den beiden deutschen Staaten. Und in dem Fall war es auch die Rivalität zwischen zwei sehr beeindruckenden Sportlerinnen, nämlich Renate Stecher, eine Art weiblicher Usain Bolt, würde man heute vielleicht sagen, der DDR, und Heide Rosendahl, von der ja auch schon in unserem Prolog die Rede war, die einen neuen Typus, einen modernen Typus Frau damals verkörperte, wie man ihn eigentlich so in der, naja, etwas miefigen Nachkriegszeit so nicht kannte. Und diese Rivalität gipfelte am Ende in einem 4x100 Meter Staffellauf der Frauen, wo es am Ende um die Frage ging, wird Deutschland West oder wird Deutschland Ost gewinnen? Welches der Systeme wird denn sich da durchsetzen? Und man darf sich nicht nur dem Trugschluss hingeben, dass immer nur die ostdeutschen Funktionäre diejenigen waren, die da diese Wettkämpfe politisch aufgeladen haben. Den Ehrgeiz zu gewinnen, um sich überlegen gegenüber dem anderen System darzustellen, den hatten die Westdeutschen ganz genauso. Wir möchten Ihnen jetzt die beiden Protagonistinnen in zwei kleinen Lesestücken vorstellen und dann wollen wir Ihnen noch was über den Staffellauf vorlesen. Also wir befinden uns jetzt noch eine ganze Weile vor den Spielen. Heide Rosendahl, muss man wissen, war 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexico City schon eine der Favoritinnen im Weitsprung und im Fünfkampf, hat aber Verletzungspech, hat Magen-Darm-Grippe, also holt keine Medaille. Das ist eine riesige Enttäuschung, aber dann kommt sie langsam wieder in Form. 1971 krönt sich Heide Rosendahl im Fünfkampf zur Europameisterin. Im Weitsprung holt sie Bronze. Im Ausland spricht man von einem neuen Fräuleinwunder. In den 50er Jahren hatte vor allem in den USA das Klischee des berufstätigen, erfolgreichen deutschen Fräuleins eine bemerkenswerte Karriere gemacht und das Deutschlandbild durchaus zum Positiven verändert. Zur Frau wird ein Fräulein in dieser Bundesrepublik allerdings erst durch Heirat und in der Ehe ist es für viele dann mit dem Beruf vorbei. Die Sportstudentin Heide Rosendahl prägt nun ein ganz neues Frauenbild mit. Moderner, selbstbewusster, unabhängig, professionell, leistungsorientiert. Ein Girl, das in die neue Zeit hineinpasst, schwärmt das Kickersportmagazin. Ein Hauch von 68 umgibt Rosendahl, aber auch nicht zu viel, als dass sich ältere Damen und Herren fürchten müssten. Sie ist ein Medienliebling, obwohl sie sich dem Publikum nicht anbietet und schon gar nicht den Sport funktionieren. Sogar ihr kongenialer Trainer in Leverkusen, Gerd Osenberg, lässt einmal die Bemerkung fallen, dass es mit Rosendahl nicht immer einfach sei.
In einer Fernsehdiskussion sind die männlichen Interviewer ziemlich verdutzt, als die junge Frau ihnen resolut erklärt, dass ihr Privatleben niemanden etwas angehe. Wenn der deutsche Sport in den Jahren vor den Spielen von München ein Gesicht hat, dann ist es das Gesicht von Heide Rosendahl. Mit jedem Tag wird 1972 größer am Horizont. Bei den Spielen in Deutschland will sie und soll sie das Gold holen, das ihr in Mexico City so bitter entgangen war. Dabei hatte sie vor der Vergabe der Spiele, Zitat, innerlich immer gehofft, dass es nicht München wird. Eine aufregende Stadt irgendwo in der Ferne, das wäre ihr viel lieber gewesen. Ich war jung und wollte die Welt kennenlernen. Es wird dann eher so sein, dass die Welt in München Heide Rosendahl kennenlernt. Im Juni 1972, zwei Monate vor den Spielen, betritt Renate Stecher zum ersten Mal die brandneue Tartanbahn des Münchner Olympiastadions. Sie ist beinahe allein im weiten Rund. Renate Stecher hat zwei Jahre zuvor den Hürdenläufer Gerd Stecher geheiratet. Vor dem Standesamt in Torgau hatten die Sportkameraden einige flache Hürden aufgebaut, die Gerd Stecher überwinden musste, mit Renate im Arm. Von da an war freilich im Hause Stecher vor allem Renate für Spitzenleistungen zuständig. Bei der Leichtathletik-EM in Helsinki 1971 wurde sie Europameisterin über 100 und 200 Meter. Dazu kam eine Silbermedaille mit der 4x100 Meter Staffel. Die Bahn des Münchner Olympiastadions, auf der sie nun steht, könnte sie, wenn sie mal zu träumen wagte, nicht nur zu einem Gold führen, sondern zu dreien. Wie sehr der DDR-Sport auf Renate Stecher setzt, das sieht man daran, dass sie von Rudolf Hellmann nach München begleitet wird, einem der höchsten Sportfunktionäre des Landes. Stecher ist beeindruckt von der Architektur des Olympiastadions, aber mit solchen Dingen hält sie sich nicht lange auf. Vom Rest des Olympiaparks sieht sie gar nichts, auch nicht von der Stadt. Sie hat zu tun. Sie soll sich an die Bahn gewöhnen, Startübungen absolvieren und kurze Sprints. Sie ist voll konzentriert, als plötzlich Musik aus den Lautsprechern dröhnt. Die Musik hört nicht mehr auf, bis Stecher mit dem Training fertig ist. Die Offiziellen des Olympiaparks sagen, man müsse die neue Soundanlage ausprobieren. Bei den Spielen solle ja alles klappen. Renate Stecher aber ist genervt. Ist das einfach schlechtes Timing? Oder wollen die Westdeutschen da die Sprinthoffnung aus Ostdeutschland aus dem Konzept bringen? Also zu dieser politischen Aufladung, zu dieser deutsch-deutschen Geschichte der Spiele 72 in München, muss man wissen, dass der Sport für den ganzen Ostblock, für die Sowjetunion, aber im Besonderen für die DDR, das eine Feld war, in der sie ihre Unterlegenheit in anderen Bereichen, wirtschaftlich zum Beispiel, wettmachen konnten und triumphieren konnten. Also die Sowjetunion und die DDR haben schnell gemerkt, wenn es ein Feld gibt, auf dem sie international Renommee erlangen können, dann ist es der Sport. Und die DDR war ja ein kleines Land mit 17 Millionen Einwohnern, das aber in den Medaillenspiegeln der Olympischen Spiele ab Mitte der 60er Jahre immer Plätze zwischen 2 und 5 oder Anfang 7 eingenommen hat. Das heißt also, weit größere Nationen hinter sich gelassen hat. Die DDR hat über dem eigenen Gewicht geboxt sportlich. Das ging natürlich nur, weil man sich in einem autoritären System, in einer Diktatur, da alle Mittel drauf konzentrieren kann. Wie man heute weiß, gehörte zu diesen Mitteln ein umfassendes Staatsdoping-System. Aber trotzdem war der Sport für die DDR das eine Feld, auf dem sich profilieren konnte und der Welt zeigen konnte, dass es noch ein anderes Deutschland gibt als diese Bundesrepublik. Und was man verstehen muss, wenn wir jetzt uns diesem großen Finale zwischen Heide Rosendahl und Renate Stecher nähern, beide Deutschlands haben unglaubliche Hoffnungen mit diesen Spielen von München verbunden. Die Bundesrepublik Deutschland wollte sich als neues Deutschland zeigen, als Land, das mit der Nazizeit nichts mehr zu tun hat, das ganz anders geworden ist, friedliebend und heiter und lässig. Und die DDR wollte der Welt eben genau das zeigen, dass sie sportlich viel stärker ist als der Klassenfeind. Das, wie die Zeit damals mal gefragt hat, Sozialisten schneller laufen. Und das ist der Hintergrund dieser Situation.
Die DDR hat diese Spiele von München generalstabsmäßig vorbereitet. Selbst die Touristen aus der DDR, die nach München reisen durften, wurden quasi handverlesen und von der Stasi genau überprüft, um sicherzugehen, dass die auch alle wieder zurückkommen in die DDR, dass da niemand ihnen die Peinlichkeit einbrockt, dass sich da jemand in den Westen absetzt. Also die DDR hat alles dafür getan, dass die Spiele von München zum sportlichen Triumph für sie werden. Und das ist jetzt der Hintergrund, vor dem Heide Rosendahl und Renate Stecher zu den beiden Leichtathletikstars dieser Spiele aufsteigen. Renate Stecher gewinnt Goldmedaillen über 100 Meter und 200 Meter in der Leichtathletik. Heide Rosendahl gewinnt Gold im Weitsprung, das erste für die Bundesrepublik bei diesen Spielen nach mehreren Tagen, 4-5 Tagen, an denen die BRD leer ausgegangen ist. Also das ganze Land dürstet nach Gold und dann kommt Heide Rosendahl und erlöst die Bundesrepublik und holt dieses Gold. Dann holt sie noch Silber im Fünfkampf und jetzt kommen wir dem Tag näher, an dem die beiden dann aufeinandertreffen. Dieser Staffellauf findet statt, worum man Ihnen gleich den ersten Teil vorlesen wird. 3 Tage, nur zu Ihrer Orientierung, 3 Tage nach dem verheerenden Attentat auf die israelische Mannschaft. Renate Stecher und Heide Rosendahl haben kein Problem miteinander. Sie kennen sich von einigen Wettkämpfen, ein Hallo hier, eine Gratulation dort. Richtig miteinander reden werden sie trotzdem erst nach der Wiedervereinigung. In München sind die beiden die Gesichter des deutsch-deutschen Duells in der Leichtathletik, das am 9. September seinen Höhepunkt erreicht. Am Morgen treffen die 4x100-Meter-Staffeln der DDR und der BRD schon im Vorlauf aufeinander. Die DDR liegt mit Schlussläuferin Stecher 1/1000stel vor der BRD mit Schlussläuferin Rosendahl. Allen ist klar, das Finale wird ein Zweikampf. Stecher und Rosendahl werden die Sache am Ende unter sich ausmachen und die DDR ist in diesem Zweikampf der klare Favorit. Im Rückblick wollen beide Läuferinnen die symbolische Bedeutung jener Staffel nicht so hoch hängen. Ich empfand das Rennen nicht als Politikum, sagt Stecher. Meines Erachtens wurde das von der westdeutschen Seite so aufgebauscht. Rosendahl sagt: Ich habe das nie als politische, sondern immer nur als sportliche Herausforderung empfunden. Ich wollte gewinnen. Ich wollte nicht unbedingt jemanden aus der DDR schlagen. Vor dem Finale hadert ausgerechnet die Doppel-Olympiasiegerin Stecher mit der Aufstellung der DDR-Staffel. Sie will eigentlich nicht als Schlussläuferin antreten. Das war in meiner ganzen Karriere nur dort der Fall, erinnert sie sich. Ich sagte noch, lasst mich doch, wie immer, auf der zweiten Position laufen, in der Kurve, das ist meine Stärke. Es sei ein Trugschluss, dass die letzte Position die wichtigste sei. Doch die DDR-Verantwortlichen hörten nicht auf sie. Als Athlet hat man gemacht, was einem gesagt wurde, sagt Stecher. Es spricht viel dafür, dass die DDR-Funktionäre in Bildern dachten. Sie wollten das Siegerfoto, auf dem der sozialistische Superstar Stecher vor der westdeutschen Klassenfeindin Rosendahl über die Ziellinie sprintet. Ein vollkommenes Emblem der laut Medaillenspiegel ja unbestreitbaren sportlichen Überlegenheit der DDR. Es kann schon sein, dass die Funktionäre das sportpolitisch so definiert haben, sagt Stecher. Ich weiß es aber nicht. So gesagt hat das zu mir niemand. 3 Tage nach dem Anschlag fühlen sich die Spiele an, als hätte jemand die Luft rausgelassen. Es gibt aber auch Momente, in denen die Spannung plötzlich zurückkehrt und in keinem mehr als in den knapp 43 Sekunden der 4x100-Meter-Staffel der Frauen. Ob man das für gut hält oder für schlecht, die Menschen auf der Tribüne vergessen für eine kleine Weile den Horror des Anschlags. Bahn 2, DDR. Bahn 4, BRD. Startschuss. Christiane Krause, die erste Läuferin der bundesdeutschen Staffel, kommt hervorragend aus dem Block. Sie übergibt den Stab gleich auf mit der DDR. Ingrid Mickler-Becker läuft sogar einen kleinen Vorsprung heraus, den Annegret Richter als dritte Läuferin halten kann. Aber es sind die 3 Meter auf Stecher, die Rosendahl nach allgemeiner Rechnung braucht. Es ist nicht einmal 1 Meter. Kurz vor dem Wechsel schaut Rosendahl Richter eine Sekunde in die Augen und dann nur noch nach vorne auf meine Bahn. Rosendahl ist so etwas wie eine Gelegenheitssprinterin. Niemand würde ernsthaft behaupten, dass sie in einem normalen Einzelrennen gegen Stecher gewinnen könnte. Doch eine Staffel, heißt es immer, hat eigene Gesetze.
Nach dem Vorlauf habe ich gespürt, dass da für uns etwas drin ist, erinnert sich Rosendahl. Vor dem Finale habe sie zu den drei anderen gesagt, wenn ihr mir den Stab wieder so bringt, dann gewinnen wir. Das Olympiastadion brodelt, die Zuschauer sind aufgesprungen, Stecher scheinen mit jedem ihrer kurzen, kraftvollen Schritte Boden auf Rosendahl gut zu machen. Ich habe immer versucht zu hören, ob sie kommt, sagt Rosendahl, aber es war so laut im Stadion. 50 Meter vor dem Ziel scheint Stecher aufzuschließen. Man wartet nur darauf, dass sie vorbeizieht. Aber das tut sie nicht. Stattdessen attackiert Rosendahl, schaltet nochmal einen Gang nach oben. Ich wusste, dass ich gegen Stecher hinten raus voll dagegenhalten muss. Das war sie nicht gewohnt. Die meisten Gegnerinnen hatten da schon aufgegeben. Ich hatte an dem Tag genug Kraft und ich zog voll durch. Einen Schritt liegt sie vor und dann zwei. Als ich bei ungefähr 80 Metern kein Atmen oder Schnaufen hinter mir hörte, da dachte ich, jetzt wird's zu lang, jetzt kommt sie nicht mehr. Und Stecher kommt auch nicht mehr. Die BRD-Staffel siegt in 42,81 Sekunden Weltrekord, 14 Hundertstel vor der DDR. Ingrid Mikler-Becker hat den dramatischen Zieleinlauf gar nicht mitbekommen. Sie half einer gestürzten Australierin auf, aber der donnernde Jubel auf den Rängen sagt ihr Gold, Gold! Rosendahl gegen Stecher auf den letzten Metern. Das wird tatsächlich ein ikonisches Bild des deutschen Sports werden. Nur nicht so, wie sich die DDR-Funktionäre das vorgestellt hatten. Aber nach dem Finish gehört Stecher zu den Ersten, die Rosendahl gratulieren. Die Renate Stecher hat sie dann über viele Jahrzehnte bis heute Dopingvorwürfen erwehren müssen. Kann heute als relativ gut belegt gelten, dass das DDR-Leichtathletik-Team bei den Spielen von München durchweg gedopt war. Doping gab es auch im Westen, muss man dazu sagen, aber das staatliche Dopingsystem der DDR darf auch als unerreicht gelten. Wir haben im Epilog unseres Buches versucht, all die Figuren, die in der Erzählung vorkommen, nochmal so in dem, was nach den Spielen von München passiert ist, zu begleiten und sie dazu zu befragen. Und bei Renate Stecher gibt es so eine Szene, die ganz berührend ist, denn sowohl im 100-Meter-Lauf als auch im 200-Meter-Lauf war die Zweitplatzierte eine Australierin. Und diese Australierin hat damals schon Doping vermutet und ist dann 25 Jahre nach den Spielen von München, ich glaube 97 oder 98, ist sie dann nach Jena gereist, wo Renate Stecher zu Hause ist und hat sie besucht und die beiden Damen haben sie auch verstanden und gut miteinander vertragen, aber es gab eben den Moment, das kann man heute noch in Fernsehbildern sehen, wo die Australierin sagt, diese Goldmedaille, Renate Stecher, die du da in der Hand hast, das sollte meine sein. Und Renate Stecher sagt, nee, ich habe die fair gewonnen. Also das ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie die Geister von München und im Guten wie im Schlechten, also diese langen Linien bis in unsere Gegenwart laufen, bei ganz verschiedenen Themen. Doping ist nur eines davon. Wie gesagt, wir sind weit davon entfernt zu behaupten, dass Doping nur ein Thema in der DDR war, auch wenn es dort sicherlich besonders gut organisiert war, wie du gesagt hast, das Staatsdopingsystem der DDR ohne Zweifel. Aber die Leistungen von Renate, aber man muss natürlich erstmal sehen, all diese Sportler, die damals angetreten sind, sind natürlich auch Kinder ihrer Zeit gewesen. Und in dieser Zeit war jedes Mittel recht, wenn es denn da half, den Kampf dieser Systeme auch auf Tartanbahnen oder in Turnhallen oder auf grünen Sportfeldern zu gewinnen. Es gab übrigens, was kaum jemand irgendwie auf dem Schirm hat, es gab 1972 auch ein erstes Aufeinandertreffen der beiden Fußballmannschaften der DDR und der Bundesrepublik Deutschland. Jeder hat dieses 74er WM-Spiel im Kopf, wo Jürgen Sparwasser für die DDR das 1:0 erzielt, die DDR gewinnt und Sparwasser mit Fug und Recht behauptet bis zum heutigen Tag, wenn ich dieses Tor nicht geschossen hätte, wenn wir damals die BRD nicht besiegt hätten, dann wäre die BRD nicht Weltmeister geworden, 74 im eigenen Land. Das spricht einiges dafür, denn wie man ja weiß, gab es ja nach dieser Niederlage gegen die DDR in der westdeutschen Mannschaft ja ziemliche Unruhe. De facto wurde wohl Helmut Schön als Bundestrainer von einigen Führungsspielern wie Franz Beckenbauer entmachtet und die Spieler nahmen die Geschichte weitgehend selbst in die Hand. Aber das ist eine andere Geschichte. 1972 gab es bereits ein Aufeinandertreffen der beiden
deutschen Nationalmannschaften, das auch die DDR gewann mit 4:2. Und einer der Torschützen auf westdeutscher Seite war Uli Hoeneß. Überlagert werden diese Spiele natürlich in jeder Hinsicht, das ist völlig klar, in ihrer historischen Bedeutung vom Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft. Ein Anschlag, der eigentlich ein unglaubliches Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden offenbart, der aber letztlich auch, dieses Versagen hat aber letztlich auch irgendwo seinen Anfang, seinen Ursprung in Berlin 1936, in diesem Willen der neuen Olympiamacher in der Bundesrepublik, der Welt zu zeigen, wir sind ein anderes Land, wir sind ein freies Land, ein tolerantes Land, wir freuen uns, dass wir die Welt zu Gast haben. Wir wollen das nicht für martialische Inszenierungen nutzen, wie damals die Nazis in Berlin. Das führt dazu, dass sämtliche Sicherheitswarnungen, dass sämtliche Sicherheitsbedenken über Bord geworfen werden. Das beginnt damit, dass der Zaun um das olympische Dorf 2 Meter hoch ist. Lächerliche 2 Meter, würde man heute sagen. Dass er oben abgerundet wird, da sind keine spitzen Stäbe. Das beginnt auch damit, dass ein Polizeipsychologe im Münchner Polizeipräsidium den Auftrag hat, dass er Szenarien, Lagen, wie das in der Polizeisprache heißt, entwickelt, was denn alles passieren könnte bei diesen Olympischen Spielen. Und eine Lage, die er da präsentiert, wenige Monate vor Beginn der Spiele, ist fast wie ein Drehbuch dessen, was dann hinterher auch passieren wird. Palästinenser überfallen die israelische Mannschaft im olympischen Dorf am frühen Morgen. Und der damalige Polizeipräsident Manfred Schreiber fällt ihm ins Wort, sagt, er soll, Herr Sieber, hören Sie auf, das ist Unsinn, das wird hier nicht passieren. Ich sage es jetzt natürlich mit meinen eigenen Worten. Man hat ausgeblendet, weil es durfte nicht sein, was man einfach nicht haben wollte. Nun war es aber in dieser Zeit so, dass es bereits seit Jahren, ich sage jetzt mal gefühlt in jedem Monat, irgendwo eine Flugzeugentführung gab oder eine Schießerei an einem Flughafen oder sonst irgendein Terroranschlag, meistens hervorgerufen von palästinensischen Terroristen. Die Palästinenser hatten den Antrag gestellt beim IOC an den Spielen 1972 mit einer eigenen Mannschaft teilzunehmen. Das IOC hat darauf nicht einmal reagiert und es soll, so haben dann führende Palästinenserführer hinterher behauptet in Interviews, in Büchern, es soll so gewesen sein, dass dann der Beschluss gefasst wurde, ja, wenn die uns nicht wollen, dann kommen wir eben trotzdem auf unsere Art und Weise. Was wenige wissen, was erst vor wenigen Jahren ans Tageslicht gekommen ist, ist auch, dass dieser Anschlag nicht möglich gewesen wäre ohne die Hilfe von deutschen Rechtsradikalen. Es gab einen Mann namens Willi Voss alias Pohl, der in jungen Jahren in die rechtsextremistischen Kreise, in die Kreise der Neonazis der Bundesrepublik Deutschland gerutscht ist, bei einem Gefängnisaufenthalt, als er einen Neonazi als eine Art väterlichen Freund kennengelernt hat und ihm dann gefolgt ist zu den Palästinensern nach Beirut. Und er arbeitet einige Zeit vor den Olympischen Spielen bei einem Immobilienhändler in Dortmund. Und eines Tages geht dieser Immobilienhändler wenige Wochen vor Beginn der Spiele zur Polizei und zeigt ihn wegen Unterschlagung an. Und beiläufig erzählt er dem Polizeibeamten in Dortmund, den Kriminalern, da der Typ war sowieso so, der ist komisch, der hatte immer so Kontakte, da tauchten dann Araber auf und so weiter. Es sollte sich dann herausstellen, dass der eine Araber vor allem, der da aufgetaucht ist und von Herrn Voss kreuz und quer durch die Bundesrepublik chauffiert wurde, hat auch Autos für ihn besorgt und Autos gekauft, die dann in den Libanon verschifft wurden. Dieser eine Araber, um den er sich gekümmert hat, war Abu Daud, der Drahtzieher des Münchner Anschlags. Und die Dortmunder Kriminalpolizei wittert, dass da irgendwas mit den Spielen passieren könnte und macht eine und gibt eine Warnung auf dem polizeilichen Dienstweg an die Münchner Polizei durch. Nur diese Warnung, die fällt dort unter den Tisch. Wie übrigens auch weit mehr als ein Dutzend Warnungen von ausländischen Geheimdiensten, die die Deutschen gewarnt haben, bei euch, bei den Spielen, da wird was passieren, da kann was passieren. Und auch es gab auch Hinweise ganz konkret auf die Palästinenser. Und dann kam es
zu diesem Attentat. Und dieses Attentat wurde im Nachhinein dargestellt als etwas, das mustergültig durchgeplant wurde, das von einer hochprofessionellen Truppe an Terroristen, die top ausgebildet waren, durchgezogen wurde. Aber es gibt viele Hinweise, oder es gibt eigentlich, muss man sagen, Beweise dafür, dass das Gegenteil der Fall war. Wir möchten Ihnen jetzt mal vorlesen, wie denn dieses Attentat eigentlich begann. Die 6 Postbeamten haben keine Zeit, sich Sorgen zu machen. Sie sind auf dem Weg zum Dienst im Olympiapostamt. Dass Athleten bei ihrer morgendlichen Rückkehr aus dem Münchner Nachtleben die Abkürzung über den Zaun nehmen, lässt sich im olympischen Dorf täglich beobachten. Und überhaupt, wenn man gewollt hätte, dass niemand über den Zaun klettert, hätte man ihn bestimmt höher geplant als die 2 Meter und seine Pfähle oben nicht abgerundet. Im Nachhinein wird den Postbeamten auffallen, dass sie sich schon hätten fragen müssen, warum diese Nachtschwärmer in der Disco offenbar ihre Sporttaschen dabei hatten. Aber jetzt, in den frühen Morgenstunden des 5. September, sehen sie nichts als den Anbruch eines weiteren strahlenden Tages der heiteren Spiele. Von Tor 25a aus sind es nur ein paar Meter zur Connolly-Straße, benannt nach dem amerikanischen Dreispringer James Connolly, der sich 1896 zum ersten Olympiasieger der Neuzeit krönte. Ziel der 8 Eindringlinge ist das Haus mit der Nummer 31. Zunächst laufen sie einfach daran vorbei. Ganz so akribisch war ihre Vorbereitung wohl doch nicht. Als Issa, der Anführer, den Irrtum bemerkt, rütteln er und sein Stellvertreter Tony an der richtigen Haustür. Zu ihrer Überraschung ist sie unverschlossen. Das Gebäude hat 24 Apartments. Hier wohnen auch Sportler aus Uruguay und Hongkong. In den Apartments mit den Nummern 1 bis 6 sind insgesamt 21 Mitglieder des israelischen Teams einquartiert. Zum Teil kann man die Namen auf den Klingelschildern lesen. Im Treppenhaus öffnen die Terroristen ihre Taschen und nehmen die Sturmgewehre und Handgranaten heraus. 2 von ihnen postieren sich als Wachen auf der Treppe, die anderen 6 stürmen hoch in den ersten Stock. Doch sie haben Mühe, sich im Haus zu orientieren. Das Kommando rennt ein Stockwerk zu weit nach oben und platzt in eine falsche Wohnung, in der Athleten aus Hongkong schlafen. Issa und Tony schauen noch einmal auf die Klingelschilder. Schließlich läutet Issa an Apartment Nummer 1. Dort wohnt Josef Gutfreund, der 2 Meter große Ringerkampfrichter, der am Nachmittag für seine Töchter noch Rolling Stones Kassetten gekauft und am Abend nach der Anatevka-Aufführung den Hauptdarsteller geherzt hat. Er hat einen leichten Schlaf und wundert sich über das Klingeln, geht aber zur Tür und öffnet. Blitzschnell ist er hellwach, er erkennt Waffen, sieht mehrere Eindringlinge und versucht, die Tür zuzudrücken. Mit seinem ganzen Gewicht, 130 Kilogramm, stemmt er sich dagegen, die Beine spreizt er ab gegen die nächstliegende Wand. Er brüllt, um seine Mitbewohner zu warnen. Es ist eine Heldentat, die mehreren Teamkollegen das Leben rettet. Einem Angreifer gelingt es, den Fuß in die Tür zu stellen und den Lauf seiner Kalaschnikow als Hebel durch den Türspalt in das Apartment zu stecken. Erste Schüsse fallen. Der Lärm und das Geschrei wecken die anderen Bewohner, nicht nur in Apartment 1, sondern auch in den benachbarten Wohnungen. Josef Gutfreund ruft so etwas wie: Raus hier, raus, haut ab! Der Gewichthebertrainer Tuvia Sokolski flieht über den Balkon. Der Ringer Gatschabari rennt aus einem anderen Apartment durch das Treppenhaus nach draußen. Die dort überrumpelten Terroristen schießen hinter ihm her, treffen ihn aber nicht. Auch der israelische Chef der Mission, Shmuel Lalkin, wird wach. Er flieht durch ein Fenster. Die Bewohner von Apartment 2, die Fechter Dan Alon und Yehuda Weinstein, die Sportschützen Henry Herschkowitz und Zelig Storch sowie der Geher Shaul Ladani, der das Konzentrationslager Bergen-Belsen überlebt hat. Sie entkommen durch einen Hinterausgang. Es ist exakt 4.44 Uhr an diesem Morgen, als der erste Alarmanruf bei der Polizei eingeht. Er kommt vom deutschen Chauffeur der Mannschaft der Bahamas. Er hatte vor deren Unterkunft auf Fahrgäste zum Flughafen gewartet, als ihm ein verängstigter Mann in die Arme lief und schrie: Schießen, schießen, mein Freund tot. In den nächsten 5 Minuten gehen bei verschiedenen Polizeidienststellen ein 30 Anrufe ein, darunter einer des bekannten Fernsehjournalisten Dagobert Lindlau. Auch ihn hat der Lärm geweckt. Er schaut aus dem Fenster seines Presseapartments und sieht, dass eine Kugel die Scheibe der Großküche des Olympischen Dorfes durchschlagen hat. Die Angreifer gelangen nun in das Apartment. Der Ringertrainer Moshe Weinberg und der Gewichtheber Josef Romano werfen sich ihnen entgegen.
Romano, durch einen Bänderriss am Fuß ohnehin beeinträchtigt, wird von mehreren Kugeln im Rumpf und an den Beinen schwer verletzt. Weinberg schnappt sich ein Küchenmesser und geht auf den Terroristen Issa los, erwischt aber nur dessen Jacke. Eine Kugel trifft Weinberg in die Wange. Und als der Israeli trotz der stark blutenden Wunde noch einmal zu einem Angriff ansetzt, streckt ihn eine Salve in die Brust nieder. Weinberg ist das erste Todesopfer des Olympia-Attentats. Ein Mann von 32 Jahren, dessen Eltern 1938 vor den Nazis aus Wien nach Haifa geflohen waren. Als Ringer ist er mehrmals israelischer Meister geworden und mit gerade mal 30 Jahren Nationaltrainer. Noch vor wenigen Tagen hat er seiner Frau Mimi und den drei Kindern einen Brief nach Hause geschickt, per Luftpost. Auf dem Umschlag prangte, unterlegt mit weiß-blauen Rauten, der Spruch: Grüße aus München. Zwischen 6 und 7 Uhr treffen im Münchner Olympiadorf die Verantwortlichen für den Sicherheitsbereich ein. Polizeipräsident Manfred Schreiber, sein Stellvertreter Wolf, der bayerische Innenminister Bruno Merk, Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher, der in der Zwischenzeit aus seiner Suite im Hotel Interconti heraus den Bundeskanzler Willy Brandt bereits informiert hatte, dass da etwas passiert ist. Was sich in den folgenden Stunden abspielte, ist mit dem Begriff Dilettantismus überhaupt nicht mehr trefflich zu beschreiben. Die Geiselnehmer erheben die Forderung, mehr als 200 ihrer inhaftierten, in Israel inhaftierten Gesinnungsgenossen aus den Gefängnissen zu befreien, plus, man denke an die Unterstützung bei der Vorbereitung durch deutsche Neonazis, plus die beiden deutschen Linksterroristen, Andreas Bader und Ulrike Meinhof. In den folgenden Stunden zeigt sich, dass die Münchner Polizei, dass die bayerischen Einsatzkräfte überhaupt keinen Plan haben. Sie müssen sich vorstellen, es gibt keine Sondereinheit. Es gibt keine Scharfschützen. Es gibt keine Munition für solche Einsätze. Nicht einmal die entsprechenden Gewehre, die man braucht, um einen Polizeieinsatz durchzuführen, bei dem man zum Beispiel mit Scharfschützen eingreift, also aus der Ferne zielt oder auch eine Stürmung eines Apartments vornimmt. Das Einzige, was den Deutschen gelingt, den deutschen Krisenstäblern, sie schaffen es, die Ultimaten, die ihnen die Terroristen stellen, immer weiter hinauszuzögern, um Zeit zu gewinnen. Dabei stellt die israelische Regierung bereits am Morgen fest, sie wird unter gar keinen Umständen dieser Befreiung der Gefangenen zustimmen. Von Ministerpräsidentin Golda Meir ist der Satz sinngemäß überliefert: Wenn wir das einmal machen, ist kein Jude auf der Welt mehr sicher. Die Deutschen wollen Zeit gewinnen und überlegen, was sie machen sollen. In der Zwischenzeit, um die Mittagszeit zum Beispiel, gibt es die Überlegung, man könnte ja diese Connollystraße 31, wo die israelischen Geiseln in einem Zimmer aneinander gepfercht auf zwei gegenüberliegenden Betten aneinander gefesselt sitzen und bewacht werden von Terroristen mit Maschinenpistolen und Handgranaten. Man könnte dieses Apartment ja stürmen. Das Stürmen ist aber nicht so ganz einfach, wenn man erstens keine dafür ausgebildeten Beamten hat und zweitens, wenn die ganze Welt zuschaut. Denn was bei diesem Attentat vom ersten bis zum letzten Moment völlig schief lief, genau gegenüber der Connollystraße 31, war ein Fernsehteam, ein amerikanisches, das die ganze Zeit in alle Welt live übertrug. Und als der Polizeipsychologe Herr Sieber, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der auch zeitweise im Krisenstab dabei war, dann sagte: Leute, wir müssen erstmal schauen, dass das Fernsehen da nicht mehr live überträgt. Die Terroristen können ja in dem Apartment auch Fernsehen. Dann hat man ihn aus dem Raum geworfen. Man wollte nicht, hat auf seine Dienste geglaubt verzichten zu können. Das führte dann zu ganz kuriosen Situationen in diesem Moment. Es führte zum Beispiel dazu, dass Polizisten verkleidet wurden mit Puma-Trainingsanzügen, weil zufällig ein Puma-Shop in der Nähe war. Die sollten dann verkleidet in Trainingsanzügen kletterten die da. Sie kennen vielleicht diese Bilder um diese Connollystraße 31 herum und sollten dieses Gebäude stürmen, was man dann abgeblasen hat, weil es natürlich vollkommen sinnlos war. Unter den Opfern dieses Attentats gibt es ja einen Münchner, einen Polizeibeamten, der damals 32 Jahre war und Anton Fliegerbauer hieß
und aus Niederbayern stammte. Anton Fliegerbauer ist für mich eine der ganz tragischen Figuren dieses Attentats. Allein deswegen, er saß mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn am Morgen beim Frühstück. Und die Familie wollte eigentlich in Urlaub, Heimaturlaub antreten, sozusagen in Niederbayern. Als der Anruf kam, ja, da sei sowas im Olympiazentrum im Gange und er solle doch bitte kommen. Und er sagt, ah, ich habe Urlaub. Und nein, und es wird nicht ihr Schaden sein. Warum Fliegerbauer? Ganz einfach, weil er einer der besten Schützen der Münchner Polizei war. Und die Münchner Polizei hat ja mit den Schützen so ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Es gab ein Jahr vor dem Attentat einen Banküberfall, bei dem sich die Polizeiführung damals beschloss, zum ersten Mal das zu tun, was man heute den finalen Rettungsschuss nennt. Also der Plan, den Geiselnehmer beim Verlassen der Bank, Bankräuber, zu erschießen und so die Geisel, die er dabei hat, zu befreien. Jetzt muss man wissen, damals bei diesem Einsatz bereits musste die Münchner Polizei ihre guten Schützen erstmal in eine Kiesgrube fahren, wo die dann auf irgendwelche Ziele ein bisschen geballert haben, sozusagen sich warm geschossen haben. Dann tauchten die plötzlich, dann hat man die vor die Bankfiliale gekarrt. Der Bankräuber kam raus mit seiner Geisel. Es wurde auf ihn geschossen und er wurde natürlich nicht sofort getötet. Es gelang ihm noch, die Geisel zu ermorden. Trotz dieser Erfahrungen hat man auf dem Gebiet im Münchner Polizeipräsidium nichts getan, bis zu den Olympischen Spielen. Man hat auch hier wieder verdrängt, dass da ja etwas passieren könnte. Man hatte einfach nicht das Equipment, um in irgendeiner Form diese Geiselnahme gewaltsam zu beenden. Im Laufe des Tages und mit immer neuen verzögerten Ultimaten änderte sich plötzlich der Wunsch der Terroristen. Am späten Nachmittag wollten sie plötzlich ausgeflogen werden. Die deutschen Einsatzführer sahen darin eine Riesenchance. Sie beschlossen, das Ganze in Fürstenfeldbruck anzusiedeln und so ablaufen zu lassen, dass dort eine schlecht betankte Lufthansa-Maschine landet. Die Crew dieser Maschine, die Piloten und die Crew, stiegen aus und sollten ersetzt werden durch Polizeibeamte. Und der Plan war, in dem Moment, wo die Geiselnehmer mit den Geiseln das Flugzeug betreten, sollten die Polizeibeamten die Geiselnehmer erschießen. Aber auch dafür waren die nicht ausgebildet. Und den Polizeibeamten, die da bereits in dieser Maschine waren, war das auch völlig klar, weshalb sie sich weigerten, diesen Einsatz durchzuführen. Die sind wieder ausgestiegen, haben ihre Vorgesetzten informiert, dass das für sie ein Himmelfahrtskommando ist und dass sie nicht im Traum daran denken, dass sie das machen. Die sind dann auch wohl mit Billigung ihres unmittelbaren Vorgesetzten aus der Maschine raus. Das führte ja dann später, ich will es jetzt abkürzen, wir können vielleicht gesprächsweise noch dazu kommen, dazu, dass die Geiseln nach Fürstenfeldbruck in zwei Hubschraubern ausgeflogen wurden, dass man in Fürstenfeldbruck Scharfschützen in Anführungszeichen positioniert hat. Das waren A zu wenig, weil man wusste nicht einmal, wie viele Geiselnehmer es überhaupt sind. Das wusste man den ganzen Tag über nicht. Es waren zu wenig und die waren auch noch so schlecht postiert, dass sie sich teilweise gegenseitig beschossen haben. Anton Fliegerbauer war einer der Polizeibeamten, die in Fürstenfeldbruck dann im Einsatz waren und er kam als einer der ersten dort ums Leben. Es gibt bis heute das Gerücht, dass er durch Friendly Fire gestorben ist, also möglicherweise nicht durch eine Kugel eines palästinensischen Terroristen, sondern ja, einen Fehlschläger aus den eigenen Reihen. Die Polizeiführung hat das allerdings in den ersten Jahren immer wieder dementiert. Der Einsatz in Fürstenfeldbruck, das wissen Sie alle, ging gehörig schief. Die Terroristen landen mit ihren Geiseln, entschuldigen Sie bitte, landen mit ihren Geiseln in den beiden Hubschraubern. Issa und sein Stellvertreter besichtigen die Maschine, stellen fest, die Lufthansa-Maschine ist leer. Nun muss man wissen, das mit dem Ausfliegen hätte auch nicht geklappt, wenn die Crew noch drin gesessen hätte, denn Bundeskanzler Willy Brandt hat den Abend über verzweifelt versucht, es in irgendeiner Form hinzukriegen, dass die Maschine tatsächlich nach Ägypten fliegen konnte. Anwar el-Sadat, der ägyptische Präsident, hat sich verleugnen lassen bei Brandts Anrufen und irgendwann hatte Brandt
den Ministerpräsidenten an der Strippe, der zu ihm wörtlich am Telefon sagte, we do not get involved, wir wollen damit nichts zu tun haben. Damit war aber den Deutschen völlig klar, ein Ausfliegen nach Ägypten oder in irgendein anderes arabisches Land wird es nicht mehr geben. Das heißt, diese Geschichte, diese Geiselnahme sollte dann in Fürstenfeldbruck zu Ende gebracht werden. Es ging unter chaotischen Umständen dort zu, es wurde geballert über Stunden hinweg. Die Polizeipanzerwagen, es gab da einen Plan, wenn die Hubschrauber gelandet sind, gepanzerte Polizeifahrzeuge sollten dann dahin fahren, an die Hubschrauber die Geiseln einladen. Und während geschossen wird, weil es ja gepanzerte Fahrzeuge sind, da kann denen nichts passieren und dann fahren wir die da raus. Diese Panzerfahrzeuge blieben im Stau stecken, weil so viele Schaulustige sich nach Fürstenfeldbruck aufmachten. Es gab darüber hinaus das Problem, dass der Funk nicht funktioniert hat. Also teilweise waren die Einsatzkräfte untereinander überhaupt nicht in Verbindung. Und von Ulrich Wegener, der später, wie Sie wissen, der Held von Mogadischu wurde, der erste GSG-9-Gründer und Kommandeur, der war damals dabei als Adjutant des Bundesinnenministers Genscher. Und von dem ist überliefert, dass er während dieser langen Schießerei in Fürstenfeldbruck zu einer Gruppe von Polizeibeamten hingegangen ist, die da einfach am Flughafen in Fürstenfeldbruck stand und nichts gemacht hat, nicht eingegriffen hat. Und er gesagt hat zu dem Führer, ihr müsst da jetzt was machen, ihr müsst da eure eigenen Leute, ihr müsst da wenigstens eure eigenen Leute schicken. Und der Einsatzleiter ihm dann ganz cool zur Antwort gibt, ich habe keine Befehle. Dieses Attentat geht schief und dann passiert ja noch etwas ganz Kurioses in der Nacht. Die besondere Tragik dieser Nacht ist, dass die Welt zuerst die Nachricht bekommt, alle Entführten sind gerettet. Es gibt Münchner Zeitungen, die in der Nacht gedruckt werden mit der Schlagzeile, die Geiselnahme geht glimpflich aus. Dieses Missverständnis entsteht dadurch, dass in dem großen Trubel vor den Toren des Flugplatzes Fürstenfeldbruck ein Unbekannter, später wird der Mann ermittelt, mit einer irgendwie offiziell aussehenden Olympiajacke, die aber offenbar nur aus irgendeinem Souvenirshop stammte, sich vor die Journalisten stellt, die dort natürlich auch am Zaun standen und sagt, ich bin ein Sprecher des Organisationskomitees, gute Nachrichten, alle Geiseln sind befreit, alle sind wohlauf. Und in der Aufregung dieser Nacht gelangt diese Meldung wirklich auf den Ticker der Nachrichtenagenturen und in alle Welt verbreitet sich die Nachricht, München atmet auf. Wir haben für das Buch mit Anki Spitzer gesprochen, der Frau des Fechttrainers André Spitzer aus dem israelischen Team, der in jener Nacht auch ums Leben kommt. Und die berichtet eben, sie waren zu Hause in den Niederlanden, also sie war Niederländerin, sie war bei ihren Eltern. Und nachdem diese Meldung rausgeht, bekommt sie Anruf um Anruf von Verwandten, Freunden, voller Erleichterung. Glückwunsch, wir haben so mit dir gelitten, aber jetzt ist es geschafft. Und Anki Spitzer sagt, nee, ich nehme keinen Glückwunsch an, bis mein Mann mich angerufen hat. Und ihr Vater will eine Flasche Shampoos öffnen, um die Befreiung zu feiern. Und auch da sagt sie, nein, die Flasche bleibt zu. Und irgendwann am nächsten Morgen kam dann der Anruf, dass die Geiseln tot sind, alle. Zum Dilettantismus der Münchner Behörden gehörte auch, dass die Korrektur dieser Falschmeldung sehr, sehr unwürdig war. Also es gab dann eine Pressekonferenz am Morgen mit diversen Amtsträgern, Polizeipräsident Schreiber, der bayerische Innenminister Merck und so weiter. Und die referieren erst einmal eine Stunde lang den Ablauf, ja, aber sagen noch nicht, wie es ausgegangen ist. Und irgendwann steht der amerikanische Journalist auf und sagt jetzt, hört bitte auf damit, sagt, was ist mit den Menschen? Und dann sagt der Merck noch so, nee, ich komme gleich drauf. Und dann unter Druck sagen sie, alle sind tot. Also das ist bis heute die bittere Fußnote jener Nacht und es wird auch nicht besser in den Tagen, Wochen, Monaten danach. Die Bundesrepublik,
die Organisatoren der Spiele, aber auch die staatlichen Vertreter haben kein Interesse daran, diese Sache wirklich aufzuarbeiten und rauszufinden, was ist schiefgelaufen. Das Interesse der Bundesrepublik in dem Moment ist, bloß kein noch größeres Aufsehen drum machen, schauen, dass die Spiele weitergehen, das, was von den heiteren Spielen noch übrig ist, irgendwie zu retten. Es gibt dann Untersuchungskommissionen, die aber schon nach wenigen Wochen oder Monaten im Herbst 1972 zu dem Ergebnis kommen, höhere Gewalt, man hätte nichts besser machen können. Also quasi Freispruch für alle Beteiligten. Anderes Phänomen ist, dass sich die CSU-geführte Bayerische Staatsregierung und die sozialliberale Koalition in Berlin gegenseitig die Verantwortung zuschieben. Brandt tut so, als hätten die blöden Bayern versagt und die Bayern weisen in Richtung Bonn als Schuldige. Also bis heute ist es im Grunde so, dass es keine wirklich ernsthafte und tiefgreifende Aufarbeitung staatlicherseits dieses Anschlags und der Bedingungen, die ihn ermöglicht haben, gibt. Es ist so, dass alles, was man heute weiß, also was wir vorher hatten, die Tatsache, dass Rechtsradikale beigetragen haben zur Organisation der Spiele, alle diese Dinge, die man weiß, sind eher journalistischen Recherchen entsprungen und nicht irgendeiner Transparenzgedanken durch staatliche Stellen. Es gibt heute noch Akten, die gesperrt sind. Wir haben im Hauptstaatsarchiv in München die veröffentlichten Akten eingesehen. Wir konnten die Obduktionsberichte lesen. Wir konnten Sachverhaltsschilderungen lesen, internen Briefverkehr. Aber dann haben Sie in diesem unglaublichen Stapel von Akten, die es über dieses Attentat gibt, immer noch zwischendrin plötzlich einen Aktenordner, der mit Schnüren und Klammern und wie auch immer einfach so verschnürt ist, dass Sie auch jetzt nicht mit irgendwie da mal reinspechten können. Alle Versuche in den letzten Jahren, dass man diese noch gesperrten Akten, es gibt sicherlich auch noch gesperrte Akten in Ministerien, wir nehmen an, auch beim Geheimdienst, beim Verfassungsschutz, sowohl in Bayern als auch beim Bund. Alle Versuche, diese Akten vorzeitig herauszukriegen, sind bislang gescheitert. Es gibt da Regeln, wie zum Beispiel die Regel, dass jemand, wenn es noch lebende Personen betrifft, und diese Akten sind auf jeden Fall noch gesperrt bis 2032, also nochmal 10 Jahre. Vielleicht wird man dann endgültig Aufschluss bekommen, auch Aufschluss darüber, warum nie jemand zur Verantwortung gezogen wurde. Kein einziger Verantwortlicher dieses furchtbar schlechten Einsatzes, mit ihren verheerenden Konsequenzen wurde jemals zur Verantwortung gezogen. Sie wissen alle, Herr Schreiber blieb noch lange Münchner Polizeipräsident, Herr Merck blieb Innenminister. Bayern hatte ja die Hoheit über den Einsatz, weil Polizeiarbeit Ländersache ist. Auch Genschers Rolle ist letztendlich in einigen Punkten noch etwas unklar. Gab es auch in kleinen Details, er hat zum Beispiel einmal gesagt, er hätte sich als Austauschgeisel angeboten. Gibt es aber eine junge Polizeibeamtin, die damals sehr nah dran war, die gesagt hat, nein, sie war bei den Gesprächen dabei, das wäre falsch gewesen, sie hätte nichts dergleichen gehört. Also vieles ist da einfach noch sehr ungeklärt. Teilweise widersprechen sich auch, trotzdem es Bücher und Dokumentationen über dieses Attentat noch und nöcher gibt, teilweise widersprechen sich diese Angaben auch. Und bitte bedenken Sie auch, dass es 45 Jahre gedauert hat, bis den Angehörigen wenigstens insofern einmal Gerechtigkeit widerfahren ist, dass es im Olympiapark, wie Sie sicher wissen, eine Gedenkstätte gibt für die Opfer dieses Tages. Eine Kleinigkeit, nur jemand, der dabei war in jener Nacht, obwohl er eigentlich gar keine Funktion hatte und gar kein Recht da zu sein, war Franz Josef Strauß. Der war damals nur CSU-Vorsitzender, hatte kein staatliches Amt, aber hat sich nicht nehmen lassen, dem Krisenstab beizustehen, ob der Krisenstab das gut findet oder nicht. Strauß war da. Und der ist dann auch mit dem Helikopter mit nach Fürstenfeldbruck geflogen, wo man auch sagen könnte, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn es einen echten Polizisten mitgenommen hätten, einer mehr hätte nicht geschadet. Und wer auch eingeflogen ist, war der Mossad-Chef Zvi Zamir aus Tel Aviv.
Und der war auch im Tower in Fürstenfeldbruck, als die Schießerei begann. Und der wurde dann später gefragt, wo eigentlich Strauß gewesen sei, als die Schießerei losging. Und der wird zitiert mit dem Satz, als Erster unterm Tisch. Also das ist eine sehr unrühmliche Rolle. Aber das nur als eine Fußnote dazu. Das Attentat, das bis heute nachwirkt, bringt uns zu einem Resümee, zu einer Zusammenfassung der Bedeutung dieser Spiele, die auf ganz verschiedenen Feldern groß ist. Und da würden wir Ihnen auch gerne nochmal eigentlich den Teil des Schlusses unseres Buches vorlesen, wo wir versucht haben, einige dieser Dinge zusammenzufassen, angefangen mit dem Attentat. Dass der olympischen Idee ein Zauber innewohnt, haben die Spiele von München 10 Tage lang bewiesen. Am 11. Tag zeigten sie die Zerbrechlichkeit allen Zaubers. Das Olympia-Attentat gilt vielen als dunkelste Stunde in der Geschichte der Bundesrepublik, denn natürlich führten 11 auf deutschem Boden ermordete Juden jedes Nachdenken unweigerlich zurück in die große Dunkelheit vor 1945. Die Macher der Spiele haben zu diesem Unglück mit unverantwortlicher Arglosigkeit beigetragen, mit der blinden Zuversicht, dass nichts und niemand die heiteren Spiele stören würde. Die junge Bundesrepublik, schreibt der Historiker Hagen Schulze, sei ein leidenschaftsloses, vernünftiges, nüchternes, ziemlich langweiliges Land gewesen. Man könnte sagen, dass dieses Land im Sommer 1972 seine Leidenschaft entdeckt hat, eine Lockerheit und Leichtigkeit, von der viele seiner Bewohner selbst noch nichts wussten. Das neue Deutschland, die sanfte Friedensmacht, bebte vor Stolz wie Wunderkinder. Betraut mit der Ausrichtung des größten Sportereignisses des Planeten, beehrt von 121 Nationen, gerade mal 27 Jahre nach dem Krieg, gerade mal 36 Jahre nach den Nazispielen. Ein wenig mehr Vernunft, ein wenig mehr Nüchternheit hätte wahrscheinlich geholfen. Was sind heitere Spiele wert, wenn sie scheitern? Waren die Spiele des Regenbogens, war das neue Deutschland eine Illusion, eine Lüge? Vielleicht muss man die Sache gar nicht so hochhängen. Vielleicht waren die Spiele von München bis zum Anschlag einfach nur ein langer Augenblick, in dem sich Vergangenheit und Zukunft trafen, in dem sich das strahlende Bild eines neuen Deutschland auf das finstere Bild des alten legte. Ein Augenblick, von dem man gar nicht behaupten muss, die Deutschen hätten gezeigt, wer sie sind. Vielleicht haben sie einfach nur eine Ahnung davon bekommen, wer sie sein können. Für Deutschland, für beide Deutschlands, kommen keine anderen Olympischen Spiele den Münchner Spielen an Bedeutung gleich. Keine anderen Spiele wirken so sehr nach. Das liegt gewiss auch daran, dass kaum je höchste Höhen und tiefste Tiefen so nah beieinander lagen wie damals in München. Das tun sie bis heute, denn es hat nie eine ernsthafte staatliche Aufarbeitung des Anschlags gegeben. Es ist nie irgendwer zurückgetreten für die schweren Fehler, die 12 Menschen das Leben kosteten. Die Wunden bleiben offen, solange manche Akte verschlossen sind. Und die Spiele der 20. Olympiade München 1972 bleiben, im Guten wie im Bösen, die Spiele des Jahrhunderts. Vielen Dank.